Ihr seid doch hier zur Konstruktiv Aufklärung. diskutieren. Ja, ihr seid mit hier zur Beweisen, Aufklärung. Mit Quellen. Okay, ihr seid doch hier zur Aufklärung. Dann kommen Leute, Menschen rein, die Leute. Euch was fragen wollen für eine Aufklärung, oder? Ja, na klar, na klar, na klar, na klar. Aber dann musst du auch, wenn du die Bibel angreifst, musst du aber auch Wissen darüber haben. Wann habe ich denn die Bibel jetzt angegriffen? Nee, ich meine allgemein, wenn man die Bibel an die Fragen an so stellen möchte, dann muss man auch schon ein bisschen Wissen mitbringen. Ein bisschen. Und deswegen will ich ein paar Fragen stellen, damit ich da klar. Ja, wir gehen darauf jetzt gerne ein. Erzähl. Weil hier wurde immer diskutiert, ja, dass der Islam lehnt das Evangelium ab, dass der Islam lehnt den Tora ab. Nein, das steht bei uns. Hat keiner gesagt, Allah sagt ja, er hat die Tora und das Evangelium herabgesandt. Genau, ne? Das ist seine Pflicht für uns Muslime, an diese Religion und zum Glauben. Und wir glauben auch nicht, dass genau. es neue Religionen sind, sondern einfach weitergehende Religionen. Warum tust du es dann nicht? Warum glaubst du nicht an das Injil? Ganz kurz, Evangelium kam doch nach der Tora. Du hast doch gerade gesagt, ihr müsst daran glauben. Warum tust du das nicht? Aber warte doch mal, ich habe doch jetzt Fragen. Guck mal, jetzt stellst du mir wieder zu einer Zwischenfrage. Wir waren doch gerade bei diesem Thema. Dann können wir kurz da ansetzen und weitermachen. Ja, nein, du hast mir doch gerade eben erlaubt, eine Frage zu stellen. Jetzt will ich auf diese Frage mal kurz eingehen und eine Antwort bekommen. Dann mach auf. Es gab erst die Tora, dann kam doch erst das Evangelium. Und ihr sagt die ganze Zeit, dass der Koran etwas aus der Bibel nimmt. Aber hat nicht das Evangelium auch was aus der Tora genommen? Die Tora ist, oh mein Gott. Guck mal, das Christentum basiert auf dem Judentum. Aber ne? Das ist das große Problem, was sie gar nicht versteht. Ganz kurz, Jesus kam. Genau wie der Islam auf dem Judentum basiert. Jesus die haben alles aus den Schriften der Juden. Ne? Ganz kurz, was für eine Rolle spielt bei euch Isaac? Gar keine große Rolle, es ist nicht so. War er ein Vorfahre von Jesus? War Mohammed ein Vorfahre von allen anderen arabisch sprechenden mal, du Menschen? Das ist meine Frage mit einer Gegenfrage. War ja, Isaac, weil das eine dumme Frage ist. Nein, war Isaac ein Vorfahre von Jesus? Er stammt doch von Isaacs Familie ab. Wenn du das doch weißt, dann hast du es gerade selber beantwortet, okay. oder? Hat Gott also Vorfahren? Guck mal, was ein Mensch. Hallo, was hat es mit Gott zu tun? Adam und Eva, alle stammen doch von Adam und Eva ab. Aber stimmt, ihr habt Eva gar nicht im Koran stehen, darum kennt ihr die Entstehungsgeschichte der Menschheit gar nicht. Also ist Isaaks Ur-Ur-Urenkel Gott. Guck mal, was ein Typ der ist. Was redet der da? Das sind doch logische Fragen. Isaac, das ist der Stammbaum. Wir stammen alle von Adam und Eva. Wie soll Isaac von Gott stammen? Oh Himmel, oh Gott, bitte, Josduro, bitte nimm's mir nicht übel. Ich flehe dich von ganzem Herzen an. Um Himmels Willen, das ist ja Hirngespinst, was du erzählst. Du gehst ja wo ganz anders hin. Um Himmels Willen, das ist ja Hirngespinst. Guck mal, das ist eure Taktik. Ihr lässt immer euch ausreden und redet alle dazwischen auf einmal, wenn es nicht passt. Das ist eine ganz logische Frage. Du hast eine Rückkopplung. Mach mal dich stumm. Just du, mach dich mal stumm. Die telefonieren immer oder wollen irgendwas. Keine Ahnung, was die da machen. Kann ich jetzt mal kurz? Gerne. Hier eine andere Frage. Noch ja, Gottes Segen euch erstmal allen. Wo gibt es eine Stelle, wo Jesus von einem Christen sich als Christ bezeichnet oder sonst was in der Art? Ich möchte jetzt mal kurz was sagen. Könnt ihr mir eine Stelle finden, wo Jesus das... Ja, ich gebe dir jetzt erstmal eine andere Stelle. Ja. So. Es steht geschrieben, ne? Ja. Jesus, das Letzte, was er sagte, es ist vollendet. Wie kann der Koran die Vollendung sein? Genau. Die Bibel ist ja schon abgeschlossen. Jedes Buch wurde vorher abgeschlossen. Ja, aber jetzt mal allen Ernstes, ne? Warum sollte Gott, ne, so viele Bücher senden? Aber Moses spricht doch auch von jemandem, der nach ihm kommen wird und es trifft 0,0% auf Jesus zu. Von wem hat Moses? Ja, aber da sind nicht so viele Abweichungen zwischen dem letzten und zwischen bis zum Koran. Was redet der da? Nein, und dann noch was, du sagst Dings, guck mal, da müsste eigentlich jeder Mensch wissen, der sich ein bisschen damit beschäftigt oder der wirklich Interesse daran hat, ne? Gesalbter ist was ganz anderes als Gesandter. Und einen Gesalbten gab es nur einen.
Ja, und okay, ihr sagt, ihr glaubt ja, ihr müsst ja auch an die Tora glauben und auch ans Evangelium glauben. Wir lieben Jesus. Dann stellt sich die Frage, Moment, aber dann stellt sich doch die Frage, warum habt ihr die wichtigsten Dinge, die drinne stehen, um euch überhaupt weiterzubringen oder auf den richtigen Weg zu bringen, warum habt ihr die nicht übernommen? Das ist eine Frage, die sich ja, die immer offen bleibt. Übernommen. Du solltest einfach mal den Koran lesen, da wirst du alle Namen finden. Ich brauche den Koran nicht lesen, ich kenne meine Bibel und das ist für mich das Wichtigste, was es gibt, aber ihr sprecht ja andauernd, lass mich ausreden. Du wirst alles im Koran lesen. Ihr sprecht andauernd davon, dass unsere Bibel verfälscht ist. Wie kannst du das sagen, wenn du das Wort noch nicht mal kennst? Das Neue Testament. Glaubst du komplett an das Alte Testament? Ich glaube an alles, was mit der Bibel zu tun hat, weil isst das eine ist das groß, andere Lex. Bei uns ja abhängig, nicht wie bei euch. Isst du Schweinefleisch? Nein, ich esse kein Schwein. Genau. Aber nicht, weil es mir verboten ist, sondern weil es mir auch nicht schmeckt. Doch, im Alten Testament wird es verboten. Just Duro. Hier, guck mal, ein Sahi. Was hat der Prophet gemacht? Lies mal vor. Nee, sag's mir doch einfach. Lies mal vor. Lies doch mal vor, bitte. Sag's mir doch einfach und stell mir deine Frage. Der Prophet hat die Leute von der Schrift kopiert, wo er keine Anordnung von Allah bekommen hat. Warum hat er denn alle einfach immer kopiert und nachgeahmt? Was meinst du mit Nachgeahmt? Guck mal, es gibt... Also es kommt nichts von Allah, also guck, there was no order from Allah. Also Allah hat ihm nichts angeordnet und er hat einfach immer die Leute, Leute der Schrift kopiert und nachgeahmt. Schau mal, der Koran ist so komplex. Du kannst eine Sure nehmen, wo die Verbindung irgendwann auf der 13. oder 14. darauf folgenden Seite kommt die Verbindung. Man kann nicht einfach eine Sure aus dem Kontext nehmen und darüber... Das ist keine Sure, das ist ein Hadith, das ist eine Erklärung, es geht, mein Lieber. Sowas kannst du nicht einfach aus dem Kontext nehmen. Weißt du, ich greife eure Bibel. Das ist kein Kontext, das ist hier. Schau mal, das ist eine Aussage. Da braucht man gar keinen anderen Kontext mehr nehmen. Kein anderer Kontext würde diese Aussage entkräftigen. Ja, aber guck mal, das Problem bei euch ist, ihr nehmt irgendwie immer eine Sure und debattiert darüber. Das ist keine Sure. Kennst du nicht mal die Hadith oder was? Ich habe bis jetzt nicht eine Stelle aus der Bibel genommen. Kennst du nicht mal die Hadith? Was ist denn ein Hadith? Guck mal, ich stelle euch ganz normal. Was ist denn ein Hadith? Ich stelle euch ganz normale, logische Fragen. Was ist denn ein Hadith? Das ist doch die normalste Frage, ganz logisch. Das ist nach dem Koran, das sind dann so Überlieferungen. Aber ganz kurz, ich stelle euch ganz normale, logische Fragen. Ich greife nicht die Bibel an, ich greife nicht die Tora an. Ich glaube an diese Bücher, ich glaube an die Gesandten, an alles. Das Problem ist Jesus auch Gott für dich. Nein, wenn du niemand. Astaghfirullah. Jesus ist nicht für mich Gott, Jesus ist ein Prophet. Ich liebe Jesus und wir warten noch auf Jesus, auf den Tag des jüngsten Gerichts. Deswegen, eine Frage, wenn ihr auf Jesus wartet, ne, ihr in euren Sätzen, die ihr aufsagt, bevor ihr Allah erwähnt, ne, kommt bei euch erstmal Mohammed. So, da frage ich mich, warum ruft ihr dann nicht nach Mohammed? Mohammed kommt nicht zuerst. Es kommt Allah, dann kommt Mohammed. Das wissen wir doch, aber ihr sagt ja immer, ihr liebt Jesus. Wo ist denn da die Liebe? Ja, warte mal. Der beste Mensch, der je gelebt hat, ist Mohammed. Ne? Aber wenn ihr auf den Tag wartet, ne, wo es euch gut gehen soll, wo ihr ins Paradies eintreten wollt und alles, dann wartet ihr, dass Jesus hier richtet, der Jesus, der Pampers trägt, der auf Toilette geht, der geboren werden musste und so weiter. Wie passt das denn zusammen? Jesus macht nichts ohne Gott. Ach, macht Mohammed das ohne Gott? Als erstes Gott, dann kommen die Propheten. Ja, was hat der Mohammed gemacht? Ohne einen Allahs von 99 Namen von Allah ist doch er ist der Anfang und der erste und der letzte, oder? Richtig. Hm. Genau, und Jesus hat genau diese Aussage getätigt. Was hat er sich da gemacht zu was? Die Aussage haben viele Propheten. Er hat gesagt, ich bin der erste und der letzte. Zu was hat er sich in diesem Satz gemacht? Meine Unklarheit ist. Zu was hat er sich in diesem Satz gemacht? Wo ich drin war, habe ich das Gefühl. Zu was hat er sich in diesem Satz gemacht? Ja, aber okay, egal, ich übernehme kurz. Ganz kurz, Leute, ich übernehme. Es ist okay, ich habe jetzt wirklich 10 Minuten lang meinen Mund gehalten. Ich habe jetzt nichts gesagt. Flex, nur eine Minute. Ich will nur kurz auf eine Sache hinaus und dann eigentlich ist die Konversation meinerseits eigentlich beendet, weil du hast bezüglich deines Buches, hast du keine Ahnung, ist aber nicht so schlimm. Es ist eine ganz einfache Frage, die ich dir stelle. Glaubst du an die Tora, ja oder nein? Ja. Okay. Wenn du an die Tora glaubst, der Gott, der in der Tora gesprochen hat, wer war das?
Gott. Nee, wer war das? Welcher Gott war das? Es gibt nur einen Gott für mich. Es gibt nicht mehrere Götter. Okay, dieser Gott, der in der Tora gesprochen hat, hieß Yahweh. Von den 99 Namen, die Allah hat, kannst du mir bitte sagen, wo Yahweh steht? Das war, dazu bezüglich kann ich dir nichts sagen, weil ich die Tora nicht gelesen habe. Also dienen wir nicht denselben... Okay, aber jetzt Gegenfrage. Glaubst du an die Tora? Natürlich, weil die Tora der erste Buch Mose bis fünfter Buch Mose ist. Deswegen glaube ich daran, richtig. Und warum steht da nicht Jesus? Sondern da sprechen Yahweh. Wir auch von Gott Yahweh. Yahweh ist Jesus. Ah, Yahweh ist Jesus. Yes. Jesus ist Yahweh, genau. Jesus ist Jesus, Jesus ist Gott. Ja, ganz genau. Er sagt ja immer, er spricht ja immer auf das Alte Testament an und sagt immer, ich bin der, der vorher schon da war, der euch aus Ägypten errettet hat, ne? Ich bin der Herr des Sabbats, der Herr aller Herren. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der gute Hirte. Die Juden gerettet. Was? Von Ägypten hat Moses die Juden gerettet, nicht Jesus. Wer hat ihnen den Auftrag gegeben von Moses, Gott, also zu der Moses? Allmächtige, durch die Gesandten, durch die Propheten. Genau richtig. Jetzt hast du mit deiner eigenen Frage dich selber beantwortet. Nee, warum? Jahwe hat die Aufgabe Moses also gegeben. Also war Jesus auch Moses, oder was? Was redest du da? Ja, du hast dir gerade... Du legst einfach... Nee, du sagst einfach, tust einfach Leuten Sachen in den Mund legen. Du hast es doch gerade selber gesagt. Der allmächtige Gott hat ihm den Auftrag gegeben. Moses und nicht Jesus. Moses hat die Juden aus Ägypten befreit. Ganz, Gott hat ihm diesen Auftrag gegeben. Wenn du gerade eben zugehört hättest, wüsstest du, dass Gott Jahwe ist und Jesus. Dass er sich immer wieder auf das Alte Testament bezieht und sagt, ich bin derjenige, der euch da aus Ägypten rausgeführt hat. Ich bin der Herr des Sabbats. Los Duro, alles gut. Jesus, wer hat Jesus den Auftrag gegeben? Alter. Er sich selber, oder? Just Duro, alles gut. Wir wollen, wie gesagt, ich habe schon Kopfschmerzen, bin ich ganz ehrlich. Komm. Er holt mich immer aus dem Thema raus. Ich will auf diese Themen gar nicht eingehen. Alles gut. Just Duro. Bitte, ganz wichtig, was ich kurz sagen möchte. Guck mal auf meine Hauptfrage, habt ihr mich einmal einkommen lassen? Eine Minute, bitte. Ich war so oft. Just Duro, guck mal, du willst die ganze Zeit Fragen stellen. Darf ich dir eine Frage stellen? Ich war so auf den Streams über Religion drin. Ich hatte immer das Gefühl. Darf ich dir eine Frage stellen? Religion hat irgendwie erst bei Jesus angefangen, dass davor nie was war. Weil davor ist nie die Rede. Just Duro. Jesus. Warum haben wir denn das Alte Testament? Just Duro. Okay. Jungs, wie geht's euch? Geht's euch gut? Jesus, Gottes Segen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Er hat nie gesagt, dass er eine Religion ist. Okay, und wenn man jetzt nur durch Jesus in den Himmel kommt, was ist mit diesen Menschen, die vor Jesus gelebt haben? Haben die unwissend gelebt, in einer Irre gelebt? Oder was ist mit Und deswegen Menschen? Kam auch Gott. Und deswegen wurde er Mensch. Und deswegen hat er deine Sünden auf sich genommen, weil wir wurden teuer erkauft, dass wir mit ihm eine Gemeinsamkeit haben im Paradies. Okay, Flex, verstehst du meine jetzt? Frage ist, was ist mit den Menschen vor Jesus? Kommen die in die Hölle oder in den Himmel? Das habe ich doch gerade eben gehört. Jesus, der Moses hat ja auch seinen Stab in die Wüste gehalten und er hat gesagt, der Glaube errettet an Gott. Ne? Und die Menschen wurden an den Glauben an Gott errettet. Ach so, haben die Menschen Leute, an den Glauben natürlich an Jahwe, ne? JWH. Ich muss den Livestream nochmal neu starten. Ich habe eine kleine Einschränkung, warum auch immer. Also gesperrt werde ich sowieso nicht, aber ich habe eine kleine Einschränkung bekommen. Ja, mach kurz, starten. Ich muss nochmal neu starten und dann kommt ihr wieder rein und an meine christlichen Brüder und Geschwister, dann müssen wir alle nochmal liken und dann schauen wir mal, Leute. Ne? Also ich beende kurz den Stream und starte. Hol dann auch Urban mit hoch. Ja. In den Kontext, den wir beachten müssen. Die Muslime rechtfertigen es als Widerspruch. Nur weil Satan versucht, Gott nachzumachen, ist es schon für die ein Widerspruch. Also für mich ist es schon eine Art so krass gesagt. Die lesen und sind gleichzeitig unterbeleuchtet. Obwohl, wenn du weiterlesen tust, löst sich das Problem von ganz alleine. Das ist gar kein Widerspruch. Die Widersprüche, die 101, wurden ja eh widerlegt. Das wurde von einem Christen- und Judenhasser aufgeschrieben, formell, ne? Und ja. Dagegen halt zu hetzen einfach.
Mehr ist es nicht. Noch nie die Bibel gelesen, das ist halt wie die Muslime, die noch nie den Koran oder die Bibel gelesen haben und sich einfach da was drauf einbilden. Ne? Das ist unglaublich. Absolut. Es ist eine absolute Frechheit, Allah mit Yahweh zu bezeichnen. Zu vergleichen. Allah ist noch nicht Yahweh. Das ist so, ich mein's ernst, das ist so eine reine Frechheit. Wir sehen ja auch, dass das zwei verschiedene Götter sind. Das ist eine absolute Beleidigung. Eine absolute Beleidigung. Allah ist nicht Yahweh. Das ist eine Beleidigung. Der einzig wahre Gott ist Yahweh und nicht Allah. Deswegen kannst du die beiden nicht vergleichen. Das ist eine Beleidigung. Und jeder Christe sollte sich angegriffen fühlen. Natürlich mit Liebe handeln. Aber ihr solltet euch innerlich angegriffen fühlen, wenn ein Moslem sagt, Allah ist Yahweh oder Allah ist der einzig wahre Gott, weil Allah ist nicht der einzig wahre Gott, sondern Yahweh ist der einzig wahre Gott. Und das ist also eine absolute Beleidigung. Schon allein, dass Jesus nur ein Prophet ist, ist eine absolute Respektlosigkeit. Das ist eine absolute Beleidigung. Wir gehen ja auch nicht zu denen rein und sagen, Hallo, Allah Leute, ist kein Gott, ist nur ein Prophet oder sonst irgendwas. Wie geht's euch, alles gut? Gottes Segen. Absolut. Also, ich möchte, also, mein Bruder, mein Geschwister, also ich bin halt so Muslim. Und dieses Thema, die ihr habt, ist schon eigentlich so, sagen wir mal, ein bisschen interessant, sage ich mal. Aber mein bester, dieser Flex Abirath, keine Ahnung, wie du heißt. Ich möchte das sagen, warum hast du auf deine Beschreibung, Islam ist falsch geschrieben? Darf ich mal wissen? Ich als Muslim möchte ich das wissen, warum das so geschrieben ist. Meine Frage an dich, hast du dich verlaufen? Was meinst du damit? Guck mal, ich sag dir nur etwas eins. Bevor ich jetzt anfange und bevor du anfängst, ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Guck mal, gerade wo du die Shahada aussprichst. Warte mal, ganz kurz. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bla, 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 bla. Lass uns mal kurz und hamdu huwa alli shay karim. Lass uns zu Ende. Flex, warum erstmal an die ganzen Leute, die nochmal frisch reingekommen sind. Erstmal Gottes Segen und ich denke mal, ich kann mir diesen Zauberspruch jetzt echt nicht geben, das Simsalabim, ich kann das echt nicht hören. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Simsalabim, das wollen wir echt nicht hören. Das sind Zaubersprüche, die wollen wir echt Guck nicht mal, hören. Guck mal, Flexa, das Problem also ist... Also er ist reingekommen, ich finde es ja okay, aber jetzt anfangen, Zaubersprüche hier zu nennen und Simsalabim, sorry, also das ist schon respektlos. Also ganz Flexa, ehrlich. Guck mal, sie bezeugen, dass Allah Gott ist und Mohammed sein Gesandter. Ja, haben sie den jemals gesehen? Sie zeugen das ja einfach. Ja, ja, ja. Die haben den nie gesehen. Keiner von den Muslimen hat den je gesehen. Ja, nee, aber Leute, ganz ehrlich, also ich meine, er ist reingekommen, er hätte ganz normal sagen können, ja, was ist das Thema und so, aber anzufangen, Zaubersprüche und sallallahu alaihi wasallam und nee. Hätte ich den jetzt gefragt, wie hat Jesus die Shahada oder Moses die Shahada ausgesprochen, wäre der leise gewesen. Ich habe vor kurzem gehört, Abraham war Moslem. Ich habe mich kaputt gelacht. Ja, die klauen alle Juden aus der Bibel, aus der Tora und das Evangelium und danach setzen die in den Koran rein, sind richtige Juden und Christenhasser, aber benutzen sie. Ist schon komisch. Ja, naja, das ist wieder das eine. Naja gut, egal, holen wir mal jetzt mal jemand anders rein. Ich muss erst mal gucken, wer reinkommt. Ich hoffe, keiner der beleidigt. Ich hoffe, die sind respektvoll. Gott segne euch. Gott segne dich, Bruder Herz. Flex. Servus, Locke. Was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Ganz kurz. Wie geht's dir? Ja, Gott, jetzt wird mir locker. Okay, danke, dass du da warst. Redet nicht. Keine Ahnung. Holen wir jemand anders durch. So. Gucken, wer das ist. Ich hoffe, euch geht's allen gut, meine Geschwister und Brüder. Ne, alle, die hier drinnen sind, die zuhören. So. Mal den hier rein. Gottes Segen, Bariga. Servus, Jungs, grüß euch. Servus, was können wir denn für dich tun?
Jungs, für mich könnt ihr gar nichts tun. Ich habe nur eine Frage an euch alle drei und generell. Okay. Bruder, was ist der Sinn von deinem Stream, was du machst, von deinem Live? Okay, danke schön, dass du da warst. Der Sinn des Streams ist, Leute aufzuklären wegen des falschen Islams, weil das eine Irrlehre ist und deswegen steht hier als Überschrift, Islam ist falsch. Es ist ganz wichtig, dass wir darüber aufklären und es ist ganz wichtig, dass unsere Brüder und Geschwister nicht verführt werden. Und genau, das ist der Grund. Ja, das ist auch nicht böse gemeint. Liebe Muslime, wenn wir doch falsch sind, dann kommt doch hoch und erklärt den Islam doch mal uns richtig. Ne? Und dann gehen wir in die Quellen rein und dann schauen wir, ob das auch stimmt. Ja, aber hier kein so ein Larifari, so alleine reden mit sich selbst, das wollen wir nicht. Wir wollen konstruktiv diskutieren. Mit Quellen. Ne, die Bücher sind schon geschrieben. Es gibt keine Updates, was immer alle behaupten oder sonst irgendwas. Die Bücher sind fest. Die Worte sind auf Papier geschrieben. Keiner kann sie angeblich verändern. Kein Mensch und dies und das. Jetzt schauen wir dann mal. Ne? Ja. Servant of Allah, wie geht's dir? Hey, I'm fine. How about you? I am very fine. What can I do for you? Sounds like you speak English. Yes, brother. So, leave these books. We can just speak logically, babe. That we can. No, we only speak with the books. Without the books, I don't speak. I only speak with the books. Okay. Speak with the books. Okay. So I have one question. Is Jesus is dependent person or independent person? He is God, of course, yes. No, is dependent person or independent person? What are you trying to tell me? Come on, tell me. What do you want to what are you trying to tell me? Is Jesus is perfect? Yes. Of course he's perfect. How? What is the perfect definition and what is independent definition? Because without Jesus Christ, you will be you're going to hell without Jesus Christ. It's feeling. I mean perfect. Is Jesus is perfect? No. He's perfect. He never sinned. Warte, alle mal bitte stumm. Ich will ihn kurz antworten. Jesus Christ is perfect and I can tell you why. He never sinned. He was never a prostitute. He never had a 6 years old Aisha. Jesus had never had intercourse. Jesus did not perform intercourse with a 9 years old. So, of course, Jesus is perfect. Okay, how is perfect when you eat? What about Muhammad? Did Muhammad have intercourse with Aisha? Now listen, my friend. Okay, let's be just respectful both. Okay, Muhammad is not God. Okay, Muhammad is not God. That's the reason I am talking about God. How can God will be? I'm not talking about Muhammad is not a God. Servant of Allah. Wait, my friend. So Muhammad is not God. So servant. I can't discuss with you about Muhammad because he's not God. He's like a messenger, a human being. And okay, Muhammad is not a prophet. Not God and not a prophet. Give me the Muhammad. Servant of Allah. Calm down, because you're too quick. Calm down. All is good. Nobody's attacking you. Relax. Servant of Allah. So just a bullshit, my friend. I respect you. And you will be also respect me. Because if you don't respect me, I don't respect you. Question. Servant of Allah, okay? Okay, I'm going to give you an answer, I promise you, you're going to get answer. But listen, servant of Allah, before I am actually going to answer you this question, okay? How can I explain it? It doesn't make any sense for me to talk with you about the Jesus of the Bible. Do you know why? Shall I tell you why? Look. Is Allah Yahweh, yes or no? Brother, just give me the simple answer. I don't want to do a Bible. Listen. I'm not going answer to your Bible. Seven I'm of not Allah. Going to go. Okay, answer I'm not good. Going to go. Rafael, me manu knockout. Me yenu quick knockout. Money answer first. No, me man. No, why? Yebeka, sir. What do you say? Servant of Allah. I will make it very quick for you. Is the Quran created?
I said I don't want. Go on my question. Is the Quran created? Yes or no? First, give me the answer, my friend. First, give my answer. Is Quran created? Yes or no? Due to Surah 43, verse 3, okay. That the language is in Arabic. Quran is a book. We're talking about God. I'm gonna start different. Give me a second. I'm gonna make it very quick for you. I'm gonna ask you one simple question. My question is the Quran created? Yes or no? Is the Quran Allah? Yes or no? Bitteschön, you can talk. Give me an answer. If you want to be like this, I'm gonna prove to you that your Allah is not. So give me an answer. I want to say about. Is the Quran created? Yes or no? No, it's reciting. Okay, now listen first. Okay. Is recitation. Is the Quran created? Yes or no? Is recitation, my friend, you speaking yes or not? Or no? Recitation. Okay, stop. You said it's a recitation. Okay. Is the Quran Allah? Okay, we're talking about God. We're talking not about book. Is the Quran Allah? Is Jesus is dependent or independent, my friend? Is Quran Allah, yes or no? Okay, so you do not give me the answer. That means that Jesus is logically Quran not God. Allah, yes or no? You come because here in stream is, from Flexa, bro. Answer. Because he is not perfect. Because he is not perfect. Because he must eat. Okay, all right. You're a jahil. You're original a jahil. You're really a jahil. You have no clue about your books. You do not even know what you're talking about. And you're trying to come to a German stream and you're trying to explain someone about Jesus Christ. You know nothing. You're a jahil. That is a fact. You're a big jahil. He's a jahil. Big you know one. Why, you know why he's a jahil? Al-Masihu Akbar. Al-Masihu Akbar. Flex, do you know why he's a jahil? Yeah. Should I tell you why he's a jahil? Yeah. He's a jahil because Allah is not Yahweh. With what right? What right are you taking yourself? Like, what audacity do you have actually to talk about the God of the Bible if your God is a different God and it's a copy paste God? Your God has copied and pasted stuff of the Bible. Lass uns Bruder wieder Deutsch sprechen, weil wir haben wie gesagt deutsche Zuschauer. Das ist also wichtig, wirklich bei allem Respekt, das geht an die Muslimen. Bevor ich mit einem Muslim wirklich eine Diskussion führen werde. Ne? Ich sag's denen klipp und klar. Euer Gott hat kopiert und wie nennt man das andere Wort? Nachkopieren. Copy paste auf Deutsch nochmal. Kopiert und eingefügt. Genau. Allah hat kopiert und eingefügt im Koran über einen Gott, über einen Gott, wo er selber nicht ist. Er hat einfach Stories kopiert. Eigentlich muss man den Koran für Copyright verklagen. Man müsste ihn sogar auf den Index schicken, vom Verfassungsschutz. Eigentlich muss man den Koran, man muss Mohammed für Copyright verklagen. Man muss die wirklich verklagen, aus dem Grund, und das ist witzig gerade, aber man muss die Copyright verklagen, weil Allah ist nicht Yahweh. Wenn du Yahweh bist, kannst du gern was schreiben darüber, aber du bist es nicht. Engel Gabriel muss Copyright-Rechte von Engel Jibril holen, weil Jibril hat komplett schlecht über den geredet, der hat den komplett schlecht dargestellt. Eigentlich musst du verklagen, komplett verklagen. Ne? Das ist eine absolute Frechheit. Ich wollte nur sagen, ich bin auch noch hier aktiv, nicht, dass ich wieder rausgeworfen werde, weil ich nichts sage, aber ich bin einfach nur höflich, okay? Ich habe trotzdem noch was zu sagen. Ja, ja Sarah, kein Problem. Wir hören dir gut zu. Ja, also ich hätte eigentlich am liebsten noch mal wieder einen Moslem hier oben, einen Muslime, mit dem ich mich halt unterhalten könnte, weil ich habe wirklich Fragen. Im Moment sind ja wir alles Christen untereinander. Du kannst uns die Fragen stellen, wir beantworten die gleich. Ich möchte definitiv mit Muslimen sprechen. Ja, und wir müssen aber auch beachten, dass die Quraysh damals mehrere Götter angebetet haben und Allah einer dieser Götter war. Das ist mir schon klar. Nein, ohne Spaß. Man muss sie verklagen, copy-paste, sag ehrlich. Sagen? Guck mal, hier hat einer was in den Raum gestellt, das muss ich screenshotten, ganz kurz. Ja.
Hier hat jemand etwas geschrieben. Das muss ich screenshotten. Ganz kurz. Hier hat jemand. Ja. Also, Leute, hier hat einer geschrieben: Seid ruhig, danke Mohammed, habt ihr N-Wort-Rechte. Also nochmal, wir haben wegen Mohammed einen enormen Genozid an Schwarze, ja, wegen euren Mohammed. Und die Hadithe beweisen das sogar. Und an Juden, wie er Kaiba angegriffen hat. Und dieser Hut schreibt eiskalt, seid ruhig, dank Mohammed habt ihr N-Wort-Rechte. Boah, wow. Vor allem, dass man dieses N-Wort, ja, dass man dieses N-Wort schon als Moslem schon sagt, ja, das ist schon, ja, das zeigt eigentlich schon euer Gesicht, so wie ihr wirklich seid, ne? Stumm mal gut, das ist, der wie gesagt, Pate, stumm den mal, der Pate. Der Pate, egal, alles gut. Farah, ich glaube, Farah. Nein, Sarah. Ist der Maxim ein Moslem? Nein. Okay, haben wir einen Moslem hier drin? Können wir gleich sehen, das schauen wir gleich. Ja, guck mal. Musa ist wieder rausgegangen, okay. Liebe Muslime, kommt hoch und erläutert uns den Koran. Ja. Guten Tag. Halt auch, ne? Wir haben schon so oft über die Bibel gesprochen und letztendlich will ich einfach nur wissen von den Muslimen, was glauben sie denn, wie ist denn der Islam entstanden? Mir geht es darum, dass sie selber mal checken oder überlegen, was abging im Islam. Mohammed war ja wirklich selber nicht sicher, ne? Das habe ich habe den Koran jetzt nicht gelesen, aber ich habe genug Diskussionen mitbekommen. Mohammed war ja in dieser Höhle und wurde angeblich von einem Engel gewürgt. Und das ist ja wirklich eine Tatsache. Und er hat ja wirklich auch Todesangst gehabt. Und unsere Erzengel haben halt immer, wenn sie sich Menschen geäußert haben, gesagt, fürchte dich nicht, und haben nie jemanden fast zu Tode gewürgt. Und Mohammed wurde halt gewürgt und wurde gezwungen, etwas zu tun, was er gar nicht in der Lage war zu tun. Und kam dann runter und seine damalige Frau hat ihm eingeredet, dass es ein Engel war. Oder lüge ich jetzt? Mhm, genau. Nein, genau richtig. Ja. Also Mohammed war der Einzige, der nicht persönlich mit diese und deswegen Gott. Würde ich mir wünschen, dass jetzt ein Moslem mir das widerlegt, dass das einfach nicht so war, weil das ist das, was ich gehört habe und ich selber habe halt nie nachgeprüft, aber es haben mir verschiedene Leute schon gesagt, es war so, er wurde in der Höhle fast bewusstlos gewürgt. Der Musa, der Bruder will was sagen. Ja. Alles gut, Bruder, ich habe nichts zu sagen. Gottes Segen an euch. Gottes Segen. Ich bin Christ, Bruder. Du dachtest, ich wäre Moslem, ich bin Christ. Ja, alles gut. Mambo, Gottes Segen auch an dich. Sagen, guten Tag, sagt man in Stuttgart, Servus. Servus. Guten Tag, Mambo. Man sagt auch guten Tag aus Freiburg. Ich wollte zu Danilo sagen, die Frage vorhin, die war richtig unlogisch. Die Frage, ob die Propheten früher auch das Glaubensbekenntnis gesagt haben, das kann ja gar nicht sein, weil der Islam kam ja erst 1400 Jahre. Genau, um ein Moslem zu sein, muss man was machen? Nein, das stimmt nicht. Muss man die Schahada aussprechen. Das kam erst mit dem Koran und der Koran war damals noch nicht da. Das beantwortet eigentlich deine Frage. Siehst du ja ganz genau, das beantwortet meine Frage und deine. Sie waren Gott ergeben. Wer sagt das denn? Muslim. So, das bedeutet Muslim. Wo steht denn in Muslim Allah Muslim? Gott ergeben heißt Muslim. Muslim heißt nur ergeben. Ganz kurz, ganz kurz. Das ist doch Blödsinn. Gott ergeben. Gott, Muslim bedeutet nicht. Wir alle. Wir alle Christen Moslem bedeutet nur, Moslem heißt ergeben. Für was ergeben? Für wen? Für Gott. Allah bedeutet Gott. Und wenn du bist aber ein Sklave Allahs. Bist du ein Gott Diener. Ergeben. Als Danilo, Sarah, ist man Danilo, Gott ergeben. Sarah. Danilo, Sarah. Danilo, Sarah. 600 Jahre später Danilo, sind wir alle Gott ergeben oder was? Was ist Danilo, denn das? Danilo, Sarah. Mambo. Ja, rede. Guck mal. Moslem heißt ja Gott ergeben, ne? Ich geb dir recht, okay? Moslem heißt Gott ergeben, okay. Welchem Gott waren die Propheten ergeben? Allah oder Yahweh?
Damals unter dem, ich weiß nicht, unter welcher Schrift war der erste, die erste Tora? Tora, okay, warte, wie hieß der? Warte, die waren ja Gott ergeben. Du hast recht, die Propheten waren Gott ergeben. Wie hieß dieser Gott? Das steht wahrscheinlich in den alten Schriften drin. In welcher Sprache war die erste Tora? Soll ich dir sagen, wie dieser Gott heißt? Ja, jetzt wirst du sagen Yahweh. Aber der Gott heißt, stopp, warte. Der Gott heißt Yahweh. Okay, gut. Das heißt, die Propheten, Jesus, die waren alle Yahweh ergeben. Natürlich ist Jesus Gott, aber sie waren alle Yahweh ergeben. Die Propheten waren alle Yahweh ergeben. So. Beispielsweise spricht man in der Bibel vom Vater, nicht von Yahweh im Neuen Testament. Nein, Yahweh. Vom Vater spricht man da, nicht von Yahweh. Soll ich dir Bibelvers zeigen mit Yahweh? Und komm zum Punkt hinauf, wo du hinaus willst. Also, bei mir braucht ich will Mambo fragen. Bist du Atheist oder bist du Muslim? Sarah, warte mal kurz. Lass mich meinen Punkt. Ist er Atheist oder Muslim? Warte kurz, Sarah. Warte mal kurz. Lass mich meinen Punkt hier bitte fertig machen, okay? Also, die Propheten waren alle Yahweh ergeben. Wenn Allah nicht Yahweh ist, dann ist keiner von den Propheten Muslim gewesen. Du kannst entscheiden. Du entscheidest jetzt. Wir das glauben, eine... Mambo, dass Gott... ganz simpel. Ja, ich beantworte dir die Frage, dann brauchst du ja nicht wieder zu unterbrechen. Na gut, beantworte mir die Frage. Ist Allah Yahweh, ja oder nein? Wir glauben, dass Mose den gleichen Gott hat wie wir. Aber wir glauben auch, dass Noah den gleichen Gott hat wie wir. Flex, wir mach mal nicht, bitte ganz Jesus groß. Flex, mach mal bitte ganz groß, okay? Bitte ganz groß, bitte Bibelvers. Flex, du musst groß zeigen, weil ich kann nicht meine Kamera... Bruder, ich habe Computer schon längst ausgemacht, weil Kopfschmerzen. Okay, kann Daniel, du kannst zu groß machen, bitte. Mach mal bitte ganz... Handy nehmen. Nimm kurz andere Handy. Mach mal bitte ganz groß, ganz groß. Sarah muss schon selber lernen. Was möchtest du denn lesen? Was möchtest du lesen, Bruder Herz? Sag. Ganz groß. Mach mal Daniel groß, bitte. Zweiter Mose 3, 13, bitte. Bis okay, 15. Mach mal bitte groß. Warte. Zweiter Mose. 3, 13 bis 15. Da schreibt einer einfach in den Chat: Mückenbilder. Ey, und mach das mal groß, bitte. Mal. Mach das mal bitte groß, okay? Ja, einen Moment. 2. Mose 13. Mhm. Von wo an? 2. Mose 3, Vers 13. Ah, okay. 3, Vers 13. Und lest bitte bis 15. Ja, einen Moment. Leute, ich mache mit euch noch 5 Minuten, dann bin ich später nochmal live, weil ich merke, ich habe Kopfschmerzen. Aber das ist da, wo du hinaus willst, das ergibt keinen Sinn. Mambo, warte kurz. Der braucht ja 10 Jahre. Bis nein, Bruder, das ergibt sehr wohl Sinn, Alter. Bruder. Mambo, Bruder, schrei doch nicht. Chillt mal ein bisschen. Also, Leute, Daniel, ganz kurz. Leute, ich wollte nur kurz eine Sache erwähnen. Wir machen noch 5 Minuten, Leute, dann komme ich nachher nochmal, weil ich merke, ich krieg übel Kopfschmerzen gerade. Okay, top. Ja. Okay. Okay. Fang an zu lesen. Und Moses sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Ne? Da war Moses sehr ermutigt und hat Gott nach seinem Namen gefragt. Gott sprach zu Moses: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Du sollst, so sollst du zu den Kindern Israels gehen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und lest 15, nur noch 15. Und weiter sprach Gott zu Moses: Du sollst, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt. Von stopp. Geschlecht zu Geschlecht. Stopp, Amen. Stopp. Okay, Amen, Amen, Amen. 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 Letzter Vers. 2. Mose 6, 2 bis 3. 2. Mose. Worauf willst du hinaus? Ich sag dir jetzt, worauf ich hinaus will. Nein, lass ihn doch. Ich sag dir gleich, worauf ich hinaus will. Weil du wirst mir gleich zustimmen, wie eine Eins.
Ja, okay, wir werden alle konvertiert. Da hat einer geschrieben, sehr friedlich seid ihr auf dem Islam, hetzen sehr schön zwei und dann herziehen. Mach mal Gruß. Oh Mann. Okay, lies. Vers 2 bis 3. Und Gott redet mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaaks und Jakobs erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Stopp. Gut. Jedes Mal, wenn das Wort Herr steht, okay, die Bibel, Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben, das Wort Herr, okay, ich bin. Das Wort Herr und ich bin, weißt du, wie es beschrieben wird? Yahweh im Hebräischen. Da steht Yahweh. Im Deutschen steht Herr, aber im originalen Text steht da Yahweh, Jehova, okay? Ich bin wird auch als Jehova bezeichnet. Ich bin der Ich bin. Ich bin ja, okay, der Ich bin. Ich stelle dir Stopp. Darauf hinaus, dass Yahweh Gott ist. Aber du verstehst eins nicht. Mambo, warte doch mal kurz. Nein, das ist ja eine Begriffsbezeichnung aus verschiedenen Sprachkulturen. Ich stelle dir gerade eine Frage. Hör mir zu. Ja, ich habe 10 Minuten gewartet, rede. Also, ich habe dir gerade Verse gezeigt, nicht das heißt, ich lüge. Gott hat Mose, der Gott, von dem ich spreche, Yahweh, hat Mose begegnet, okay? Yahweh hat Mose begegnet. Die Frage, die ich dir jetzt stelle, ganz simpel, ist Allah Yahweh, ja oder nein? Ich sage, meine Antwort ist, der Gott von Mose, der Gott von Jesus ist auch mein Gott. Das ist meine Antwort. Okay, dann sag Yahweh ist Gott. Warte mal, Bruder. Dann sag jetzt Yahweh ist Gott. Ich habe die hebräische Schrift nicht gelesen. Nein, sag, okay, Bruder, guck mal, bist du. Aber Leute, lasst mich kurz was sagen, ganz kurz. Yahweh ist Gott. Aber das ist typisch wieder, dass du die ganze Zeit drehst. Der ist nicht perfekt, sag ich mal, den anderen. Ja, Mambo, ganz kurz. Guck mal, es hat ja einen Grund, Mambo, warum du ja eine Anfrage schickst oder warum du diesen Stream hier anschaust. Ich weiß jetzt nicht, wie oft du hier reinguckst. Aber Mambo, irgendwo hat es ja schon seinen Grund, warum du hier bist. Weil eigentlich würde dich das ja nicht interessieren, würdest du gar nicht auf die Diskussion hier eingehen. Dann würdest du ja eigentlich diesen Stream weiter scrollen und denken so, pff, das juckt mich nicht, was der Chris da sagt. Aber irgendwas reizt dich ja schon, dass du hier drinne bist und entweder du möchtest die Wahrheit hören. Oder, keine Ahnung, also irgendwas der rennt schon wieder von der Frage weg. Ja, kann ich dir sagen, warte kurz, guck mal. Der rennt schon wieder weg. Ja, okay, dann lass doch jemand anderen reden, du Egoist. Weißt du, warum du mich Egoist nennst? Bruder Raphael, du lässt mich ja gar nicht ausreden wieder. Ich sage dir, ich bin wahrscheinlich hier, weil ich mich ein bisschen amüsieren will, ich will ein bisschen zuhören, ich habe gerade Zeit und deswegen... Also du willst dich über Gott amüsieren oder was? Nein, ich will mich über den Stream amüsieren, was ihr so redet, darf ich mich nicht amüsieren. Und weiter will ich dazu sagen, wenn Gott für dich, für alle Religionen außer dem Islam Yahweh ist, sagst du ja, die Juden glauben ja auch an Yahweh, sagst du da ja oder nein, einfache Frage. Ja, die Juden glauben an Yahweh. Okay, ist Messias dein Gott, Jesus Yahweh? Ja. Die Juden haben Yahweh für dich abgelehnt. Wenn der Messias kommt, den sie erwarten. Warte kurz, lass mich ausreden. Lass mich doch ausreden. Lass ihn reden, Rafa, alles gut. Wenn die Juden jetzt warten, bis der Messias kommt und vielleicht kommt er für sie auch, wenn sie ihn dann als Messias anerkennen, ist es dann Yahweh oder ist es nicht Yahweh? Mambo. Nein, beantworte die Frage, nicht Mambo. Ich gebe dir eine klare Antwort darauf, okay? Ja, gib eine klare Antwort darauf. Die Juden, okay, haben den Messias live gesehen und haben ihn nicht akzeptiert. Richtig. Okay? Stopp. Ja. Nummer 1. Der Messias. Die haben nicht mal die Gebote gehalten. Der Messias, hör zu. Die Pharisäer haben ihn nicht mal angenommen, richtig. Der Messias ist da gewesen. Okay? Wenn wir Zeit hätten, hätte ich dir im Bibelvers gezeigt, warum die Juden ihn nicht akzeptieren. Aber wir haben gerade keine Zeit. Hör zu. Der Messias war da. Nummer 1. Nummer 2, dein Buch, der Koran, bestätigt sogar, dass Jesus der Messias ist. Also bitte, diskutieren wir. Es geht nicht darum, was mein Buch gerade gesagt hat. Darf ich jetzt auch mal was sagen, weil der Flex geht ja auch bald raus. Er soll beantworten. Meinen Mund zu halten, habe ich jetzt auch keine Lust, weil es dreht sich immer wieder um das Andenselbe. Und da habe ich auch keine Lust drauf, immer wieder hier. Warte mal, Mambo, lass mal die Lady kurz reden. Jetzt will ich auch mal was reden, weil ansonsten
ansonsten heißt es, ich habe gar nichts gesagt oder keine Ahnung, nur weil ich zu höflich bin. Und frag auch gerne, Sarah. Frag deine Frage einfach. So, mir geht es halt darum, den Mambo G oder wie der heißt, zu fragen, was seine Message ist. Wir sind uns immer am Rechtfertigen und tun Quellen bringen und keine Ahnung was. Und dann kommen Muslime rein und konfrontieren uns immer mit irgendwelchen Bibelstellen, die wir erklären. Nein, ich will von denen wissen, warum sie Muslime sind. Sie sollen verdammt noch, Entschuldigung, sie sollen ein für alle Mal sagen, warum sie an Mohammed, an den Islam glauben. Das will ich wissen. Nur dann kann eine Diskussion entstehen, aber nicht permanent. Ja. Zum Beispiel beim, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, da gibt's ja auch einen Ex-Muslim, der hat, da kam ja auch mal der Hamdi angeschissen und hat den heiligen Bernhard. Mal, was warte, weiß ich mit welcher Katze, die vorbeikommt? Wer ist Ex-Muslim? Wer? Hä? Wer ist Ex-Muslim? Flex. Sie meint bestimmt den Amir. Ja, nein, aber ich aber wer ist denn, wer ist denn Amir jetzt? Ich folge ja vielen, aber mir geht's halt nur darum, wie Muslime mit was für Scheißdreck die zum Teil ankommen. Sportlich. Ja, guck mal, ich sag dir genau warum, Mensch. Einfach eine sinnlose Frage gestellt. Ich habe den Raphael eine konkrete Frage gestellt, die er nicht beantworten konnte. Oder warte mal, ganz kurz. Mambo. Kann ich bitte mit Mambo das Gespräch kurz zu Ende führen? Ich will kannst eine du, Minute kannst du, zu Raffa. Ende führen. Eine Minute. Kannst du, Raffa. Aber er soll mal nur sagen, wie sind die Menschen zum Islam gekommen? Wurden sie mit dem Schwert gezwungen oder wurden sie mit Blümchen in den Islam gerufen? Eine Minute mit dem. Kannst du machen, Leute, können wir diese Konversation vielleicht nachher machen, weil ich habe echt mega Kopfschmerzen. Flex, Mami, Pacho, Mami, 1 minute. Mami, answer me question and I'm in call. Okay, dann mach. Also, Mambo. Ganz simpel, ne? Ganz simpel. Ich habe dir gerade gezeigt, okay? Jeder Jude, den du fragst, jeden Juden, den du fragst, der wird dir sagen, den ihr Gott heißt Yahweh. Okay? Das ist ein Fakt. Ja, sag ich auch nichts dagegen. Ich sag ja nur. Stopp, das ist ein Fakt. Die Juden glauben daran, dass Yahweh Gott ist. Und alle Propheten haben Yahweh getroffen. Ich stelle dir jetzt eine offene und ehrliche Frage. Das ist nur eine Ja-Nein-Antwort. Ist Allah Yahweh? Ja oder nein? Nein, du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich beantworte sie dir, nachdem... Ja, und Mambuki hat mir auch meine Frage nicht beantwortet, wo deine Mission ist. Ach, Sarah, bitte, deine Frage war auch irrelevant. Mambo, ist Allah Yahweh, ja oder nein? Beantworte ich dir nicht, solange du meine Frage beantwortest. Ich habe doch zuerst die Frage gestellt. Ich habe dir gesagt, ich habe... Ich gehe raus. Okay, Friede sei mit euch allen. Und Sarah, wir machen später. Sarah, ich sage dir doch, ich habe die hebräischen Schriften gelesen und deswegen kann ich das so nicht... Deswegen, Sarah, tut mir leid, dass du nicht so reden konntest. Also, Männer, ciao, Sarah. Der Grund, warum Mambo die Frage nicht beantwortet, ob Allah Yahweh ist, ist, wenn er sagt, Allah ist nicht Yahweh, dann war kein Prophet Moslem und der... Nein, das stimmt nicht. Ich habe einfach nicht die hebräischen Schriften gelesen. Okay, Leute, lasst uns diese Diskussion später führen, weil ich habe mega... Ja, lass den Plätzer sich ein bisschen ausruhen, weil das ist schon geht an die Strapazen. Ne? Die Muslime verstehen ihr eigenes Buch leider nicht. Ja, ich muss auf jeden Fall kurz Tabletten oder so nehmen, weil ich habe mega... Ach du Kacke. Trink Tomapyrin, das ist gut. Ja, alles gut. Leute, nachher bin ich wieder da, weil ich muss mich erstmal ein bisschen erholen. Ich habe mega Kopfschmerzen. Eigentlich hatten wir ein Thema, was wir ansprechen wollen, aber das geht jetzt erstmal nicht. Ich würde jetzt einfach sagen, ich bin später da und ich würde noch sehr, sehr schöne Worte sagen, aber ich kann nur eins sagen, Leute, alle mal bitte in den Chat ein Herzchen für Jesus Christus einmal. Einmal ein Herzchen für Jesus Christus, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Einmal hier in den Chat, alle mal ein Herzchen für Jesus Christus. Ne? Und Jesus segne all eure Familien. Gott segne euch. Also, wir sehen uns. Also, Leute. Flex. Ja, Bruder. Ruf mich kurz an. Du bist gleich. Bruder, ich ruf dich so circa in 20 Minuten an, wenn das okay ist. Top. Ciao. Also, Flex, lass dir keine Kopfschmerzen machen, Bruder.
Ja, alles gut. An die christlichen Brüder und Geschwister, ich küsse eure Herzen und bis später, ne? Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao.